Hallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play Mafia 2. Ich musste gerade noch mal hierher fahren und habe einen ganz tollen Unfall gebaut und bin frontal mit einem zusammengekracht. Deswegen sieht unser Auto jetzt gerade nicht so cool aus. Oh, und auch unsere Scheibe ist kaputt. Na super. Noch kurzes Update. Ich muss leider die Musik im Radio ausmachen wegen Urheberrechtskrams, bla und ja. Ich denke, wir kommen auch so aus ohne die Musik. Ist blöd natürlich, weil, habe ich ja schon mal gesagt, die Musik ist irgendwie so ein ganz großer Teil von dem Spiel, irgendwie für mich zumindest, weil die Musik ganz viel von der Atmosphäre und so her macht. Aber die Atmosphäre ist ja auch so da. Also, wir treffen jetzt Joe hier bei Nice to Freddy's. see you. Warum redet der denn auf Englisch? Hey, wo bleibst du denn, Alter? Bin gleich nach deinem Anruf los. Was gibt's denn? Weißt du noch die Mafiose, die wir als Jungs oft gesehen haben? Ja, wieso? Der Typ, der gleich kommt, ist einer von denen. Sein Name ist Henry Tomasino. Ich glaube, er hat einen fetten Job für uns. Kein Scheiß? Ja, jetzt ist Schluss mit dem kleinen Kram. Jetzt machen wir endlich richtig Kohle. Ah, da kommt er. Red bloß kein Quatsch. Ciao, Henry. Alles klar? Hallo, Joe. Ist er das? Ja, das ist Vito. Ein alter Freund von mir. Freut mich, Mr. Tomasino. Du bürgst für ihn? Sicher, Henry. Ich leg die Hand für ihn ins Feuer. Okay, also ich habe einen Job für dich. Bringt gute Kohle. Ich brauche Benzinmarken. Die sind ein Vermögen wert, weil Sprit knapp ist. Woher kriegen wir die? Von der Preisaufsichtsbehörde. Na, das wird was. Das ist eine Bundesbehörde. Ist das nicht ein bisschen riskant? Was? Hast du die Hosen voll? Nein, nein, nein. Ich überlege nur, wie wir das einfädeln können. Ach, das wird ein Kinderspiel. Die Marken sind nachts im Safe deponiert, aber ich wette, der Schlüssel liegt irgendwo rum. Habt ihr jemanden da drin? Die Schwester von einem unserer Jungs. Sie ist dort Putzfrau. Kann die uns helfen? Frag sie doch selbst. Sie heißt Maria Agnello. Hier ist die Adresse. Grüß sie von mir. Gut, und der Safe? Was, wenn der Schlüssel nicht da ist? Das ist dein Problem. Was springt dabei raus? Ich zahle dir $600 pro 10.000 Gallonen Sprit in Marken. Okay, wir sind dabei. Nein, nein, das muss Vito allein erledigen. Für dich habe ich einen anderen Job. Also, wie sieht's aus, Vito? Kein Problem. Hey, vergiss nicht, eine Knarre mitzunehmen. Man kann schließlich nie wissen, was passiert. Vorsorge ist besser als Nachsehen. Kapisch? Moment mal, du überfällst hier keinen Schnapsladen. Der Job muss sauber ablaufen. Wenn der Alarm losgeht, gibt's nur ein Drittel der Kohle. Kapiert? Ja, alles klar. Kein Problem. Also komm wieder, wenn du die Marken hast. Dann ist Zahltag. Gut, bis später. Viel Glück, Vito. Tja. Und an diese Mission kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ja, bis dann, Kumpel. Denn bisher habe ich es noch nicht geschafft, das Ganze zu machen, ohne den Alarm auszulösen. Mal schauen, wie wir das jetzt hinkriegen. Das kriegen wir schon irgendwie geregelt. Moment. Hä, wo bin ich denn jetzt hingelaufen? Bin ich doof? Erstmal auf die andere Straßenseite. Genau, mein Auto steht da hinten. Hi. Fahr ruhig weiter. Und hier geht ein Polizist lang. Aber egal, ist ja auch unser Auto, ne? Zwinker. Ich habe hier auch schön wieder eingeparkt auf den Parkplatz, wo wir letztes Mal auch standen, glaube ich. Okay, ich dachte, er wollte gerade rübergehen. Ich hatte jetzt nicht vor, den Polizisten irgendwie umzufahren. Ich glaube, das kommt nicht so gut. Ja, dann wollen wir mal die gute Putzfrau. Ich habe gerade ihren Namen Maria irgendwas, Agnello oder so. Bin mir nicht mehr sicher, wie sie heißt. Deswegen nenne ich sie jetzt mal Putzfrau, der Einfachheit halber. Reinigungsfachkraft. Ah. Fahrt doch mal ordentlich, Leute. Okay, sagt die Richtige, ne? Ich fahre aber auch ein bisschen zu schnell, sage ich mal. Also eigentlich ja nicht zu schnell. Naja. Wie man es nimmt, ne? Jetzt fährt ja auch noch direkt vor uns die Polizei. Das nehme ich nicht so gerne. Ach, guck mal, wir parken einfach direkt hier. Und dann die gute Frau. Ist, glaube ich, irgendwo hier hinten. Ja, genau, hier. Hier holen wir die ab. Achso. Wir können natürlich auch die Tür. Holen wir die Türschilder. Maria Agnello. Ja, guten Tag. Können wir auch bei den anderen? Ja, ich hätte mal ausprobieren müssen, ob man auch bei den anderen anklopfen kann. Ja, was gibt es denn? Ja, hallo, Ma'am. Henry Tomasino schickt mich. Er sagt, Sie könnten mir bei einem kleinen Problem helfen. In der Preisaufsichtsbehörde. Ja, habe ich schon gehört.
Und was kann ich für dich tun? Ich muss heute Nacht da rein. Okay, ich mach dir einen Vorschlag. Meine Schwester ist gerade im Krankenhaus. Wenn du mich hinkutschierst, dann sage ich dir alles, was du wissen musst. Die Klinik ist gleich gegenüber von dem Amt. Ist also kein großer Umweg. Kein Problem. Ja, dann komm mal raus, gute Frau. Dann kutschiere ich dich da auch hin. Hallo? Kommst du? Okay, ist ein bisschen langsam. Aber das macht ja nichts. Ja, komm. Ich hab doch hier direkt um die Ecke geparkt, gute Frau. Kommt sie? Okay. Ein Jahr später hing die gerade in der... Ach, guck mal, da ist gerade einer umgefallen. Falls ihr gerade drauf geachtet habt, sonst guckt, spult noch mal kurz zurück. Okay, dann los. Und rast nicht rum wie ein Wilder, ja? Ich weiß schon, wie ihr jungen Leute heute fahrt. So, und genau, weil die das nicht will. Okay, hört zu. Der Vordereingang ist nachts verriegelt. Du musst also hinten rein. Der Hintereingang bleibt nachts offen? Nein, aber das Kellerfenster ist meistens offen. So kommst du unbemerkt rein. Leute. Du bist an den Safe, stimmt's? Ja, woher wissen Sie? Hallo! Das? Hab nur geraten. Macht halt mal Platz. Er steht im Obergeschoss. Dort ist auch das Büro des Direktors. Da findest du die Schlüssel. Okay, ich steige also hinten durch ein Fenster ein und dann geht's die Treppe rauf zum Büro vom Direktor. Richtig? Richtig. Muss mich kurz mal vorjucken. Die haben da Nachtwächter. Lass dich nicht erwischen. Es ist gar nicht so leicht, diese Mission zu machen, ohne sich zu erwischen zu lassen. Ich meine, ihr kennt das ja. Von mir. Das mit dem Erwischen lassen ist immer so eine Sache. Ah, was ist denn jetzt los? Huch. Liebe Frames, kommt doch mal wieder. Ich fahre sonst irgendwo gegen. Eieieiei. Was ist denn los gerade? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So anspruchsvoll ist das Spiel doch nicht. Mal kurz, also... Nicht, es passiert nicht mal was, wenn ich Escape drücke. Kannst du mal anhalten, Auto? Okay. Es passiert doch was, wenn ich Escape drücke. Das ist ja die Hölle hier. Moment. So, ich habe jetzt mal alles im Hintergrund ausgemacht, was stören könnte. Und ja, da, die Frames sind auch wieder da. Keine Ahnung, was da jetzt los war. Ich habe einfach mal gerade schnell hier irgendwie am Rand geparkt, nachdem ich die Aufnahme beendet habe. Und dann ging nämlich auch alles wieder. Also, ganz seltsam. Naja, egal. Jetzt geht ja wieder alles. Ups. So, dann fahren wir mal hier rum. Wieso juckt denn jetzt mein Ohr so? Was soll das denn? Egal. Ist mir jetzt auch wurscht. Wir müssen doch hier... die Aufsichtsbehörde überfallen. Das ist übrigens der Klotz hier. Es ist nichts da, was stören könnte, ne? Ich habe alles ausgemacht. Es rendert nichts. Es ist nichts offen. Wunderschön. Toll. Meine Festplatte hat auch noch genug Platz. Okay, lass mich hier beim Krankenhaus raus. Ja, würde ich ja gerne, Frau Agnello. Das Amt ist gleich gegenüber. Also, danke fürs Mitnehmen, mein Junge. Danke, Maria. Man sieht sich. Seltsam. Jetzt ist alles wieder normal. Gehe. Ich weiß nicht, ob ich da hingehen sollte. Jetzt ist alles wieder normal. Ist bestimmt die Frau schuld. Komm, wir parken erstmal da hinten. Okay, wie komme ich da jetzt? Hab doch einen Führerschein. Ja, wie soll man da jetzt in die Lücke kommen? Na gut, probieren wir es mal. Guter Mann! Jetzt muss der da in sein Auto. Ich werde nicht mehr. Zeitlupe. Boah, das geht mir auf die Nerven. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß es wirklich nicht.
Jetzt geht da auch einer ins Auto, ey. Sind die denn alle bescheuert? Ich hupe jetzt so lange, bis es wieder geht. Also, es kann doch nicht sein. Nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf. So, Leute, ich habe jetzt mal meinen PC neu gestartet und ja, auch nicht sonderlich viel im Hintergrund jetzt aufgemacht. Ich hoffe einfach, dass es jetzt funktioniert. Sonst weiß ich auch nicht mehr weiter. Guck mal, ob wir hier das Auto geparkt kriegen jetzt. Frische Hotdogs, die besten der Stadt. Naja, so halb geparkt hier reicht, ja. Ist eigentlich sowieso besser, wir müssen hier ja auch wieder weg. So. Na, probieren wir es noch ordentlich. Komm. Ist gar nicht so leicht. Hier vor allem in so einer Kurve. Ach ja. So. Reines Rindfleisch und noch ein bisschen was anderes. Ja, schön. Okay. Guten Tag, Madame. Sie haben Ihre Handtasche da liegen lassen. Ich würde hier mitnehmen. Liebe Frames, ich weiß auch nicht. Ich könnte das schon wieder aufregen, dass es hier so teilweise ruckelt. Ich verstehe das gar nicht, woran das liegt. Ich verstehe es wirklich nicht. Jetzt, wo ich den PC gestartet habe, also neu gestartet habe, verstehe ich es wirklich gar nicht mehr. Naja, gerade geht's ja. Aber halt so beim Autofahren, das ist total blöd. Weil du kannst ja überhaupt nicht richtig steuern. Überhaupt nicht richtig reagieren. Wenn das so verzögert ist. Total blöd. So. Tja, wo gehen wir denn rein? Zack. Wir müssen ins Obergeschoss, meinte sie ja, meinte Maria. Da ist das Büro von dem Direktor. Und da... Ach, hier ist niemand. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Jetzt lass mich in Ruhe mein Rätsel fertig machen. Ach, dummes Geschwätz. Ich drehe mal meine Runde. Lass dich nicht aufhalten. Wir könnten ja mal gucken, ob wir einfach gerade mal hochrennen. Oder ist einer? Da ist ja einer. Okay. Alter! Bloß nicht den Kronleuchter hier umschmeißen, das wäre gar nicht gut. Mein Puls, klar. Hast du am Wochenende was vor? Ja, ich werde mich erholen. Okay, das ist das Büro vom Direktor. Hier müsste der Schlüssel sein. Achso, da ist ja der Schlüssel schon. Ah, hier ist der Schlüssel. Und jetzt schnell zum Safe. So, wir müssen jetzt nach ganz unten. Dafür müssen wir bei da irgendwie rüber. Steht doch einer, oder? Können wir natürlich nicht richtig sehen. Ich habe schon erwähnt, wie furchtbar ich das finde, hier so rumzuschleichen. Okay. Solltest das Ding mal sehen. 7 Zoll schwarz-weiß Bildschirm kriegt alle drei Kanäle rein. Wow, klingt ja toll. Was, du meinst, du kaufst dir keinen? Ich bleib bei meiner Zeitung und meinem Radio. Guck mir mal, wo der jetzt hingeht. Man wird sehen. Ja, und was meint Mary dazu? Kann uns ja nicht sehen hier um die Ecke. Oh, schöner Regenbogen. Die hat ihn noch gar nicht gesehen. Geh bitte da rein, ja. Ja.
ich mich denn an die Rand, an den Rand schleichen? Okay. Aufheben. Und den ziehen wir mal irgendwie nach hin. Könntest du... Das wird ja immer besser. Sie besucht ihre Mutter auf dem Land. Oh ja, ich verstehe. Okay, hier und ist was niemand? Siehst du dir auf deinem tollen Fernseher so an? Hauptsächlich Zeichentrickfilme. Wie läuft der Zeichentrick? Gut, den bringen wir jetzt nämlich hier auf die Toilette. Das ich glaube, das letzte Mal bin ich einfach Rambo-mäßig durchgelaufen. Oh Mann. Eigentlich mal gar nicht so cool. Sagt, wenn der Krieg erst vorbei ist, werden sie auch Sport zeigen. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. So. Aber hör zu, bei so einem Zeichentrickfilm ist mir ein... Okay, wenigstens schleichen wir jetzt. Okay, jetzt kommt wieder was. Okay, lass hören, Einstein. Überleg mal, was wäre... Was ist denn hier hinten? Ach, guck mal. Wir sind ja schon da. Aber ich glaube, wir lösen so oder so den Alarm aus. Verdammt! Schrei halt noch lauter, Vito, Mensch. Schrei, Mensch, Mensch, Mensch. Wobei ich glaube, es wäre schlauer, das aufzulassen. Das klingt doch... Ich glaube, man muss einen Alarm vorher ausschalten. Verdammt, dafür ist jetzt zu spät. Gleich heißt's rennen. Ja, alles klar. Tu dir nicht weh mit dem Stift. Oder? Okay, ja, war klar. So wird's nur noch schlimmer. Hier spricht die Polizei von Empire City. Das Gebäude ist umstellt. Kommen Sie mit erhobenen Händen heraus. Nö. Wenn Sie sich sofort ergeben, eröffnen wir das Feuer. Verdammt. Verdammt, wo muss ich hin? Lass mich da durch. Fuck. Okay, das war nicht schlau. Nee, nee. Ich glaube, da gibt's einen Raum. Ah, hier ist der Schlüssel. Und jetzt schnell zum Safe. Ach, nein. Verdammt. Aber so können wir wenigstens hier oben nochmal gucken, wo das ist, wo man diesen Alarm deaktivieren kann. Mir ist es gerade erst eingefallen, dass es sowas, glaube ich, gibt. Aber ich habe natürlich keine Ahnung, wo. Könnt natürlich gucken, genau. Das Ding mal sehen. 7 Zoll ob wir hier einige von den Wachen ausschalten können und uns dann hier ein bisschen besser in Ruhe umgucken können. Da kommt doch gleich der Kerl hier wieder, oder? Ja, super. Man wird sehen. Ja, und was meint Mary dazu? Die hat ihn noch gar nicht gesehen. Also die Mission machen wir jetzt auf jeden Fall noch, jetzt wo die Frames auch wieder da sind. Okay. Der geht da ja jetzt wieder hier um die Ecke. Perfekt. Perfekt. Hi. Wir haben auf jeden Fall einen... Hallo? So, du kommst jetzt noch mal da in den Raum. Ich könnte ihn auch hier reinlegen. Ist eigentlich ziemlich wurscht. Oh, das wird ja immer besser. Sie besucht ihre Mutter auf dem Land. Oh ja, ich verstehe. Und was siehst du dir auf deinem tollen Fernseher so an? Hauptsächlich Zeichentrickfilme. Viel läuft derzeit nicht wegen dem Krieg. Zeichentrickfilme. Das Ganze hier ist wirklich nichts. Zeichentrickfilme. Oh Mann. Der Verkäufer sagt, wenn der Krieg erst vorbei ist, werden sie auch Sport zeigen. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Aber hör zu. Was sind die beiden denn? Bei so einem Zeichentrickfilm ist mir eine Idee gekommen. Okay, der eine ist da hinten. Okay, lass hören, Einstein.
Überleg mal. Ah, der andere ist da unten. Die unterhalten sich. Selbst steuern könnte. Wie meinst du das? Naja, eben steuern. Du könntest den kleinen Kerl auf dem Bildschirm rumrennen lassen. Auto fahren. Dann gucken wir mal hier, was in den Räumen so ist. Ob man hier irgendwo den Alarm deaktivieren kann. Wir haben ja nichts zu verlieren. Ich gucke die ganze Zeit, ob hier irgendwo unter diesen Tischen so ein Alarmknopf oder so ist. So. Hoffentlich finden wir das. Ja, alles klar. Tu dir nicht weh mit dem Stift. Aber es ist ja nicht auf Zeit hier. Ach, der steht halt da hinten. Ich habe die Befürchtung, wenn der da unten sieht, dass wir den töten, findet er das auch nicht so lustig. Da unten. Und der andere? Na, hier waren wir schon drin. Okay. Noch mehr Räume. Irgendeinem muss doch was sein. Irgendeinem muss doch hier so ein Knopf sein. Oder irgendwas, keine Ahnung was. Dass wir den Alarm ausmachen können. Man, na, auf der Toilette wird's nicht sein. Wir sind gerade einmal drumherum gelaufen, oder? Wo ist der Kerl? Also der eine sitzt ja da unten auf dem Schreibtisch. Oh je. Vielleicht ist er hier was? Nee, auch nicht. Was ist denn dieser verflixte Alarm-Deaktivierungsknopf? Moment. Nee, waren wir doch noch nicht, oder? Jetzt doof? Aber hier steht Chef dran, aber hier ist doch auch nichts. Mach mal lieber zu. Nicht, dass uns hier noch wer entdeckt. Aber hier ist ja nichts. Nee, nee, nee. Ich habe ein bisschen Angst gerade, weil ich nicht mehr weiß, wo die ganz, wo die beiden Wachen sind. Meeting Room. Na, hier waren wir aber auf jeden Fall noch nicht. Ah, hier hängen wieder die Plakate. Aber hier ist bestimmt auch kein Alarm-Deaktivierungsknopf. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da ist niemand. Da ist niemand. Wir sind ganz leise. Hier waren doch noch zwei. Der eine sitzt halt da unten, der andere ist, glaube ich, da hinten. Dann haben wir uns, glaube ich, gleich einmal komplett umgesehen. Na toll. Wir waren jetzt gleich in fast jedem Raum hier. Und ich habe keinen Knopf gesehen, wo man irgendwas ausmachen kann. Aber hier ist es auch so dunkel. We can do it. Nachher war hier irgendwo in dem Raum der Knopf. Und ich habe es einfach nur voll übersehen. Das klingt nach typisch mir. Women. Schon wieder. Ein Klo. Oh.
schätze mal auf der Toilette. Oh, nee. Sind aber ganz schön klein, oder? Ja doch, wir sind ganz schön klein. So, jetzt sind wir einmal hier rumgelaufen. Hier waren wir noch nicht drin. Industrial Specialist. Ich hätte eigentlich irgendwie gedacht, dass das auch in seinem Büro ist, wo halt auch der Schlüssel liegt, ne? Ach, guckt mal. Wenigstens... Oh, na toll, das darf ich wahrscheinlich zensieren. Stimmt, ist das unten? Ah, ich habe ihn gesehen. Da hinten ist der gute Mann. Da hinten ist er. Alles klar. Gucken, ob wir uns da irgendwie ranschleichen können. Merkt natürlich auch nicht, huch, hier ist die Tür auf. Ach, egal. Ich gucke gerade nur nicht, dass der sich da am Ende umdreht. Den muss ich auf jeden Fall ausschalten. Um dann in Ruhe den Kerl ganz unten ausschalten zu können. Bitte dreh dich einfach nicht um. Dreh dich einfach nicht um. Schön hier auch hinter der Mauer. Da hat es niemand gesehen. Der da unten kann halt direkt hergucken. Gott. Ich habe doch Leiche ziehen gemacht. Weil der kommt ja eh nicht hier hoch, aber... Zimmer. Willst du jetzt den mal nehmen, oder? Gut, dann können wir uns nämlich noch an den da unten ranschleichen. Bestimmt ist bei dem an dem Schreibtisch der Alarmknopf. Ey, ich weiß es. Wir sind nur drei Leute. Kommst du jetzt halt in den Meeting Room? Total die Orientierung hier verloren. Aber der hockt ja einfach nur an seinem Schreibtisch da unten. Der macht ja nicht viel mehr. Gut, wir brauchen jetzt hier voll ewig für diese Mission, aber ich will das halt auch so gut hinkriegen. Ich möchte das halt wirklich auch schaffen, ohne den Alarm auszulösen. Das ist jetzt so mein persönlicher Ansporn, weil ich das halt noch nie geschafft habe. Bestimmt ist bei dem der Alarmknopf. Huch, er steht mit auf und der Stuhl ist auf einmal weg. Na, wo ziehe ich dich jetzt hin? Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall kann ich mich jetzt in Ruhe hier umgucken. Und suchen, wo ich den Alarm deaktiviere. Nur das hier scheint es schon mal nicht zu sein. Magazin nehmen? Oh, oh je. Oh je. Ich werde einiges zensieren müssen hier. Komme ich hier hin? Okay. Komme ich irgendwo in den Keller? Was ist denn das hier? Was ist das hier alles? Hier war ich ja noch nie. Hier wird irgendwo... Der Safe-Alarm ist ausgeschaltet. Sehr gut. Ja, geschafft. Oh, ich bin ja so stolz auf mich gerade. Können wir nochmal alles angucken. Ach Leute, hier ist sogar ein Fluchtweg, oder was? Aha, hier hätte man sogar reingehen können, hier lang. Dann wäre man hier direkt lang gekommen. Und sieht zumindest so aus. Und dann hätte man sich das ja alles mehr oder weniger sparen können. Naja, jetzt ist der Safe-Alarm aus. Jetzt können wir da in Ruhe hingehen. Oh, super. Puh, geschafft.
sei denn, jetzt tauchen hier neue Leute auf. Das wäre natürlich nicht so gut. Was ist das hier? Hier sind wir nicht hierher gekommen? Ja, hier sind wir hergekommen. Ach ja. Ja, hier sind wir hergekommen. Okay. Muss manchmal die Wege nochmal neu abgehen, um das alles sicher zu haben. Aber egal, jetzt haben wir es geschafft, auch ohne den Alarm. Wir werden den Alarm gleich nicht auslösen. Alles perfekt. Dann haben wir einmal gesehen, was passiert, wenn man den Alarm auslöst. Und jetzt schaffen wir es sogar noch, ohne den Alarm auszulösen. Und wir kommen ganz unentdeckt weg hier. Dafür haben wir jetzt halt ziemlich lang gebraucht, aber egal. Ah, ja. Jetzt gibt es ja noch ein schönes Achievement, unglaublich. So schwer war es ja eigentlich gar nicht. Man muss halt ein bisschen vorsichtig sein. Geh raus. Alles klar, das krieg ich hin. Wie gehe ich denn am besten raus? Ist ja eigentlich total egal. Wir haben ja jetzt hier freie Bewegungsmöglichkeit. Dadurch, dass wir alles hier umgenietet haben. So, hier kamen wir ja her. Das heißt, hier können wir auch wieder rausgehen. Ist ja eh niemand mehr da, den es interessieren würde oder der das merken würde. Boah, ich bin gerade richtig, richtig happy. Das hat mich jetzt wieder so ein bisschen entschädigt dafür, dass das hier alles am Anfang nicht so geklappt hat. Achso, was ich sagen wollte. Hier war das, wo man auch hätte lang gehen können. Wo man hier da in dieses Kohle-Dings da unten, wo wir eben unten noch drinne waren, wo man den Alarm deaktivieren konnte. Da hätte man, glaube ich, auch reingekommen. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob man da auch rein kann. Was machst du denn? Anlauf nehmen, um rüber zu klettern? Alles klar. Ah, schön. Kehre zu Freddy's Bar zurück. Ja, der Profi. Wir haben die Errungenschaft gekriegt. Juhu. So, jetzt können wir auch wieder rennen. Ich würde dir ja was geben, Oppi. Aber hab leider nicht so viel. Deswegen. Ach, schön. Normal kann man nämlich auch einfach flüchten. Deshalb habe ich das Auto schon mal hingestellt. Falls es schief geht und wir doch flüchten können, dann können wir einfach ins Auto und wegfahren, weil das interessiert die nicht von da hinten raus. Das ist egal, weil die hier am Eingang dann stehen würden. Man könnte einfach frech an denen vorbeifahren. So habe ich es das letzte Mal gemacht. Man würde einfach ganz frech an denen vorbeifahren und die würden gar nichts raffen. Ich habe keine Lust, der Polizei hinten aufzufahren. Deswegen fahre ich gerade mal so ein bisschen vorsichtig. Aber die interessiert es, glaube ich, nicht, wenn man über Rot fährt, wenn man keinen Unfall baut. Nee. Das interessiert die gar nicht. Nur wenn man zu schnell fährt oder wenn man einen Unfall baut. Aber über Rot fahren, das interessiert die ja nicht. Auf jetzt. Also wenn man einen Unfall baut an sich, ist auch nicht schlimm. Aber man darf dann halt keine Fahrerflucht begehen. Dann ist schlimm. Was steht da denn für ein Süßer? Okay, der ist echt ganz schön klein. So. Ah, schön. Dann schließen wir die Mission hier gerade noch ab. Huch. Indem wir zu Freddy's gehen. Beziehungsweise, nein, das machen wir im nächsten Part. Wir gehen im nächsten Part hier rein und schließen die ab. Ich weiß nämlich, dass danach direkt noch eine Mission kommt. Und das würde jetzt viel zu lange dauern. Deswegen sage ich erstmal ciao, Leute. Und wir sehen uns dann im nächsten Part Let's Play Mafia 2 wieder. Bis dann!